Liebe Freunde, ich bin's wieder, eure Flora. Die öffentliche Festsitzung der Feuerwehr Lutzmannsburg im Gasthaus Pacher im Jahre 1989 zum 100-Jahr-Jubiläum der Feuerwehr geht weiter. Ehre dem, dem Ehre gebührt. Kommandant Oberbrandinspektor Erwin Ohr verleiht seinen Kommandantenvorgängern eine Ehrenurkunde für ihre Tätigkeiten bei der Feuerwehr Lutzmannsburg. Bei meinen Vorgängern für ihre geleistete Arbeit in der Feuerwehr zu bedanken. Ich möchte gleich mit dem ersten beginnen, mit den ältesten Kommandanten in unserer Mitte. Und ich möchte kurz die Urkunde verlesen. Ehrenurkunde, die Freiwillige Feuerwehr Lutzmannsburg spricht Herrn Rudolf Todt in Würdigung seiner Verdienste als Kommandant in den Jahren 1937 bis 1939 und 1947 bis 1948 Dank und Anerkennung aus. Ich bitte jetzt den nächsten Kommandanten, Franz Todt, vorzutreten. In Würdigung seiner Verdienste als Kommandant in den Jahren 1948 bis 1951. Alles Gute. Danke. Herr Johann Kanz, als Kommandant in den Jahren 1955 bis 1962. Ja. Herr Rudolf Weber, als Kommandant in den Jahren 1962 bis 1967. Herr Karl Weber als Kommandant in den Jahren 67 bis 80. Herr Karl Hirschler als Kommandant in den Jahren 1980 bis 85. Wenn es Ihnen aufgefallen ist, es fehlen dazwischen noch zwei Kommandanten und das ist Theresia Reirl bzw. Theresia Böhm, geborene Reirl. Sie war Kommandant während den Kriegsjahren als bei der Frauenfeuerwehr und Karl Rohrer, welcher wegen familiärer Angelegenheiten derzeit nicht an der Festsitzung teilnehmen kann. Wir werden aber das bei einem späteren Zeitpunkt, bei einem treffenden Zeitpunkt nachholen, in würdiger Weise. Bis zum nächsten Mal. Eure Flora.